Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass nichts mehr wert ist als Gesundheit, merkt man meistens erst dann, wenn es zu spät ist. In diesem Zusammenhang ist in letzter Zeit auch der Cholesterinspiegel in die Schlagzeilen gekommen. Der kann nämlich steigen, obwohl man sich völlig gesund fühlt. Ein erhöhter Cholesterinwert im Blut vergrößert aber auch das Risiko von einem Herzinfarkt, wie die Schweizerische Stiftung für Kardiologie in ihrem aktuellen Informationsprogramm betont. Wenn Sie Ihren eigenen Wert nicht kennen, dann reden Sie doch beim nächsten Besuch mit dem Arzt. Dann wissen Sie nämlich auch, ob Sie bei den fettreichen und cholesterinhaltigen Lebensmitteln das richtige Mass gefunden haben. Gern gibt Ihnen GOB auch Tipps zum gesunden Einkaufen. In der Ernährungsinformation Nummer 1, die man bei GOB immer noch bestellen kann, wird erklärt, wie man den Fettgehalt von einem Lebensmittel beurteilen kann. Ebenfalls wichtig für Gesundheit sind Lebensmittel mit vielen Nahrungsfasern. Auch zu diesem Thema informiert sich GOB, und zwar in der Broschüre Nummer 2, die in den nächsten Tagen in den Läden gratis zur Verfügung steht. Und nicht zuletzt mit dem Fitnessrezept im Mittwochstudio möchten wir Ihnen zeigen, auf was es in der modernen und gesunden Küche ankommt. Und heute darf ich Ihnen einmal mehr beweisen, dass die alles andere als langweilig und eintönig muss sein. Auch für Cholesterinbewusste zum Beispiel ist sogar ein Fondue erlaubt. Natürlich mit einer entsprechend fettreduzierten Käsesorte. Zubereitet wird das Fondue léger, wie jedes andere Fondue auch. Rauchbrot habe ich in Würfel geschnitten. Und weil zu jeder Mahlzeit auch Gemüse gehört, das uns mit Nahrungsfasern versorgt, Champignon blanchiert, Essiggurken und rote Peperoni in Stückchen geschnitten. Jetzt wird das Gaglan mit einer halben Knoblauchzehe ausgerieben. Halbfette Berner, Urner und Speicherkäse zusammen mit Äpfelwein drin erhitzt, rühren nicht vergessen, bis er geschmolzen ist. Ein Teelöffel Maizena mit dem Kirsch anrühren, beifügen und aufkochen und das Fondue mit Pfeffer, Paprika und Muskat würzen. Neben dem Brot können Sie zur Abwechslung auch Pilz, Gurken und Peperoniwürfel in Käse tauchen. Welche und wie viele Zutaten Sie dazu brauchen, steht diese Woche in der Coop-Zeitung. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein ganz spezielles Kochbuch vorstellen. Die 100 besten Rezepte aus dem Coop-Mittwochstudio. Sie können es jetzt zum einmalig günstigen Preis in jedem Coop-Laden als weitere Jubiläumsleistung kaufen. Es hat, solange es hat. Als Weihnachtsgeschenk offeriert Ihnen GOB die wunderschöne Trinkglasserie. Jede Schachtel an 6 Stück kostet nur 25 Franken. 250 Gramm Espresso Premio Bohnenkaffee bekommen Sie für nur 2,90. 250 Gramm Kochbutter ebenfalls für nur 2,90. Und 1 Kilo GOB Weissmehl für nur 1,40. 2 Kilo spritzige Navellinas Orange aus Spanien gibt es bei GOB für nur 2,20. Und das ist GOB Jubiläumsangebot. Das Trio Comfort Weichspüler für nur 12,80. Das sind wie immer am Schluss vom Mittwochstudio ein paar Aktionsangebote gewesen. Mehr davon ab morgen in Ihrem Coop-Laden. Und wenn Sie das Problem Cholesterin interessiert, ein grösserer Beitrag zu diesem Thema erscheint diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.